Vor einigen Stunden kam eine überraschende Meldung über den Ticker. Amber zieht ihre Berufung zurück und zahlt Johnny 1 Million US-Dollar Schadenersatz. In der kurzen Meldung heißt es, dass beide Seiten übers Wochenende Einigkeit erzielt haben und der Fall damit abgeschlossen sei. In einem Statement zeigten sich Johnnys Anwälte Camille Vasquez und Ben Chu zufrieden mit dem Ergebnis. Das rechtskräftige Urteil der Jury, welches am 1. Juli 2022 gefällt wurde, bleibt somit in vollem Umfang bestehen. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die 1 Million Dollar Schadenersatz, welche Amber an Johnny zahlen wird, wohltätigen Zwecken zugutekommen. Ambers Seite ließ verlautbaren, dass die Einigung weder ein Zugeständnis noch eine Schuldanerkennung sei. Die Vereinbarung enthält demnach keine Restriktionen, welche sie davon abhalten könnte, zum Beispiel in Interviews, weiter die Seite ihrer Geschichte so darzustellen, wie sie von ihr vor Gericht vertreten wurde. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass sie dem psychologischen Druck nicht ein drittes Mal ausgesetzt sein wolle. Darüber hinaus könne sie sich die immensen Kosten, die das Berufungsverfahren nach sich zieht, nicht leisten. Ihr Statement dazu lautet: Keine Frau sollte einen finanziellen Bankrott erleiden, nur weil sie die Wahrheit sagt. Gemäß ihrem Statement traf Amber die Entscheidung, sich zu vergleichen im Hinblick auf ihre Zukunft. Sie wählte diesen Weg, um nach vorne zu blicken und sich auf ihr Leben zu konzentrieren. Einige werden sich vielleicht jetzt fragen, was passiert nun mit Johnnys Berufungsverfahren? Ich glaube, man muss keine Glaskugel besitzen, um vorauszusehen, dass damit auch seine Berufung zurückgezogen wird. Schließlich handelt es sich hierbei um einen Vergleich, in dem beide Seiten ihre Positionen ausgehandelt haben. Ein bitteres Kapitel geht damit zu Ende und ich glaube, viele von uns schnaufen erstmal durch. Das war es jetzt erstmal in aller Kürze von mir. Wenn ich es schaffe, melde ich mich diese Woche noch einmal zurück mit einem neuen Video oder mit Weihnachtswünschen. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuschauen und bis bald.